Fink-Krämer für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oben auf den Tribünen. Der vorliegende Antrag der Fraktion Die Grünen, Verbrechen nach dem Völkerstrafrecht nicht ungesühnt lassen, hat schon bei der ersten Lesung hier dazu geführt, dass wir uns noch mal überlegt haben, wie wichtig das deutsche Völkerstrafgesetzbuch ist, das 2002 in zeitlichem Zusammenhang zur Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs einvernehmlich in diesem Parlament, also über die Fraktionsgrenzen hinweg, verabschiedet wurde. Denn dieses Völkerstrafgesetzbuch schließt die Lücke, die sich international dadurch ergibt, dass beim Internationalen Strafgerichtshof nur Verfahren geführt werden können, entweder gegen Personen aus Staaten, die das römische Statut unterzeichnet und ratifiziert haben, oder aufgrund einer Entscheidung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Und in dem Antrag ist ja aufgeführt, dass wir zum Beispiel bei den Kriegsverbrechen, bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien eben weder das eine noch das andere als Grundlage haben. Wir haben aber inzwischen eine ganze Menge Menschen, die nach Deutschland, nach Europa geflohen sind aus Syrien und die deswegen das, was sie miterlebt haben, was teilweise ihre Fluchtgründe, ihre Fluchtursachen sind, über Verbrechen gegen die Menschlichkeit, über Kriegsverbrechen in Syrien hier vorlegen können und hier zur Verfügung stellen können für eventuelle Verfahren in Deutschland. Und im Menschenrechtsausschuss, der ja mit diesem Antrag befasst war, haben wir deswegen am 26. April den Leiter der Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen und weiteren Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch beim Bundeskriminalamt eingeladen. Und er hat uns berichtet, dass das, was in Asylverfahren zur Sprache kommt, oft auch an seine Einheit, an seine Zentralstelle im BKA weitergeleitet wird. Das Gleiche gilt für den Generalbundesanwalt. Und was mich auch sehr gefreut hat, war ein Bericht in der Tageszeitung TAZ am letzten Freitag, wo ein ausführlicher Bericht war über mehrere Verfahren, die im Augenblick in Deutschland und in Spanien eingeleitet werden, aufgrund der Berichte von Flüchtlingen gegen konkret identifizierbare Personen. Und dazu trägt eben unser Völkerstrafgesetzbuch bei. Und darüber können wir froh sein. Und ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um der Organisation, die solche Klagen hier in Europa unterstützt, dem Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, ausdrücklich zu danken. Denn eine der Stärken solcher Nichtregierungsorganisationen mit Fachjuristen ist, dass sie eben diese Expertise, diese besondere Expertise zu internationalem Recht mitbringen. Insofern hat der Antrag zum Völkerstrafrecht auf jeden Fall hier etwas mitbewirkt. Und ich hoffe, dass wir uns über weitere Fortschritte in dieser Hinsicht freuen können. Danke. Der Kollege Dr. Alexander Neu spricht jetzt für die Fraktion Die Linke.